Alter, Alter, du triefst ja vor Neid. Wie kann man so viel Scheiße erzählen, wenn man keine Ahnung hat? Zunächst einmal eine tolle Eröffnung, liebe Tina, Goos. Die waren sowas von unfassbar geistig querschnittsgelähmt. Und das ist eigentlich ein Kompliment, liebe Tina. Aber das hast du wohl auch nicht so ganz mitbekommen. Oh Mann, ist das traurig. Es geht jetzt nochmal um den größten Fehler, den Siad tatsächlich auch in seiner Fibel macht. Das ist nicht meine Meinung. Und das werdet ihr gleich erfahren, denn auch ihr als Nicht-Fitnesstrainer werdet es beurteilen können. Wenn das nicht so ist, wo kommen denn all die Körper her? Und da merkt ihr, jeder Einzelne davon, was das für ein Bullshit ist. Jeder Fitnesstrainer und jeder Langtrainierende weiß eigentlich nach einigen Jahren, die er sich da umgehört hat, dass es vor allem eine große Lehre gibt. Und zwar, nur das Problem ist bei solchen Lehren, man kann sie nicht verkaufen. Das drehen wir mal weg, wir wollen ja keine Werbung machen. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Es war eine kleine Pause jetzt dazwischen, aber nun ja, für den manch einen da draußen, der es nicht weiß, ich mache auch noch ein paar andere Sachen. Da unten gehen wir jetzt mal runter. Hier gehört natürlich Knochen. Und damit steigen wir auch direkt im Thema ein. Es gibt ein drittes Siad Roscher Bezugsvideo. Ja, es hat sich äußerster Beliebtheit gezeigt und wurde sehr oft gesehen und wird auch jetzt gerade noch jeden Tag mehrmals angeschaut. Ich hätte es niemals gedacht, aber ja, nur Beliebtheit ist natürlich so eine Sache, denn es gibt auch eine ganze Menge, die das richtig schlecht finden, was ich da mache. Jetzt weiß ich nicht, ob es sich dabei nur um irgendwelche Hooligans von der Facebook-Gruppe von Siad Roscher handelt. Meistens klingt es ehrlich gesagt so. Ihr kennt mich da draußen, zumindest diejenigen, die der Community schon länger beiwohnen, auch von meinem anderen Kanal. Ich bin eigentlich ein ganz umgänglicher Mensch und auch Kritik recht offen gegenüber. Gehe teilweise auch in Videos darauf ein und bin auch keiner, der einfach nur schnell Kritik raushaut gegenüber anderen. Habe ich noch nie gemacht, meistens lasse ich auch Argumente folgen. Das habe ich auch in dem Siad Roscher Eröffnungsvideo gemacht, allerdings scheint das relativ wenig Gehör gefunden zu haben bei denjenigen, die sich dann beschwert haben. Den Daumen unten kann ich nicht streichen. Viele der Kommentare habe ich gelöscht, weil sie einfach nur zu dämlich waren für meinen Kanal und diesen nicht beschmutzen sollten. Andere kritische Kommentare blieben da und darauf bin ich auch teilweise dann eingegangen. Allerdings muss ich sagen, viele Kommentare, ihr glaubt es ja gar nicht und vielleicht haben die einen oder anderen das da gelesen, die waren sowas von unfassbar geistig querschnittsgelähmt, da kann man schon gar nichts mehr zu sagen. Das ist wirklich, also ein kleines Beispiel. Eine Tina Goos, Goos, schreibt, Alter, Alter, du triefst ja vor Neid. 3 Ausrufezeichen. Wie kann man so viel Scheiße erzählen, wenn man keine Ahnung hat? Vielleicht sollte man sich erstmal richtig darüber informieren, was er tatsächlich den Leuten vermittelt, bevor man so ein abwertendes Video hochlädt. Jetzt musste ich das Wort Scheiße vorlesen. Monetarisieren ist damit nicht drin. Also diese 72 Cent gehen dann verloren. Nun ja, zunächst einmal eine tolle Eröffnung, liebe Tina, Goos. Ich triefe also vor Neid. Ist das also, klar, so muss ein Neidischer reagieren. Alles von sich weisen jetzt sowieso. Hast du auch nur ein anderes Video gesehen? Wahrscheinlich hast du nur die Abonnentenzahl gesehen und dachtest, ah, ein kleiner Fitness-YouTuber und der will mal groß werden, also muss er neidisch sein. Ganz klar, weil der andere hat ja mehr. Hätte ich jetzt da eine Zahl stehen gehabt von 70.000, wäre ich vermutlich nicht neidisch gewesen. Dann wären dir die Argumente ausgegangen, oder Tina? Naja, egal. Dann erzähle ich Scheiße. Tja, Tina, du scheinst dich auch nicht so ganz informiert zu haben und ich spreche jetzt mal alle mit Tina an, die da draußen ähnliche Kommentare gebracht haben und davon gab es einige. Habt ihr auch noch ein anderes Video gesehen? Also ich wäre ja so ein Typ, ich würde mich so ein bisschen informieren, so ein bisschen näher reinschauen. Das habe ich auch bei Siad übrigens gemacht. Das zweite Video scheinst du verpasst zu haben, obwohl dein Kommentar später kam. Aber selbst so weit ging deine Recherche dann nicht. Sieht man ein paar andere Videos von mir, glaube ich, merkt man, okay, der weiß vielleicht, wovon er spricht. Der bringt auch Argumente dafür. Der Junge ist vielleicht sogar schon länger dabei, ja, manche von der Community wissen das und aus manchen Videos wird das auch erkenntlich und der ist auch schon ganz schön rumgekommen im Fitnessbereich. Hey, das heißt ja nichts, aber es würde euch zumindest ein bisschen mehr Aufschluss geben, wer ich überhaupt bin. Aber stattdessen erzähle ich also einfach nur Mist.
Nun ja, und dann soll ich mich erstmal richtig informieren. Tina, das habe ich getan. Das zweite Video, darf ich dich nochmal dran erinnern? Und das wirkliche Problem ist, ich habe das Marketing abgewertet. Das haben so viele nicht begriffen. Wie kann man das da nicht begreifen? Video nicht mal gesehen? Trotzdem einfach nur gemeckert? Haben die Anweisung bekommen? Geht mal da vorbei und schreibt einen schlechten Kommentar? Keine Ahnung. Also was ist es, dass die nicht mal das eigentliche Video gesehen haben, unter dem sie kommentiert haben? Denn da geht ganz klar hervor, dass ich das Marketing schlecht heiße. Und ich wette, die meisten von euch, auch du, Tina, findet dieses Marketing nicht gut und auch nicht würdig. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass Siad eigentlich viel mehr drauf hat, als das, was sich hinter dem Marketing vermuten lässt. Und das ist eigentlich ein Kompliment, liebe Tina, aber das hast du wohl auch nicht so ganz mitbekommen. Oh Mann, ist das traurig. Nun ja, dieser Kommentar, glaube ich, wurde letzten Endes auch von mir gelöscht. Erst ein kleiner Diss, warten, vielleicht hat sie es gelesen, dann löschen. Und an alle da draußen, die noch solche Kommentare folgen lassen wollen, auf Kritik gehe ich gerne ein, auf so einen Mist nicht. So, jetzt kommen wir aber zu einem eigentlichen Thema, das euch viel mehr interessiert. Es ist ja also nicht nur eine Stellungnahme zu den ganzen Hatern da draußen, denn mehr ist es ja nicht, sondern es geht jetzt nochmal um den größten Fehler, den Siad tatsächlich auch in seiner Fibel macht. Um es nochmal zu betonen, seine Fibel ist ein wirklich sehr umfassendes Werk von Ernährung, Supplements, Abnehmen, Zunehmen, Krafttraining, grundsätzlichem Widerstandstraining. Da ist eine ganze Menge Wissen drin und das ist gar nicht mal so schlecht. Aber er macht einen grundsätzlichen Fehler. Und das ist ein tatsächlicher Fehler, das ist nicht meine Meinung. Und das werdet ihr gleich erfahren, denn auch ihr als Nicht-Fitness-Trainer werdet es beurteilen können. Mit einer ganz einfachen Rechnung. Das heißt, hier geht es nicht wieder darum, ach, alle Fitness-Trainer haben eh unterschiedliche Meinungen, wen sollen wir denn glauben? Wer ist jetzt Bär-Experte? Nein. Rechnet euch mal eins durch. Siad sagt in seinen Marketing-Videos, auch in der Fibel und in seinen Lehren, ständig, dass alle bisher da draußen, damit meint er, die Medien, Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Videos, Filme, Profi-Bodybuilder, Amateur-Bodybuilder, Leute, die dir was im Gym erzählen, die Bros der Bro-Science, Trainer, alle möglichen Leute, die mit dieser ganzen Industrie zu tun haben, die Supplement-Industrie, die alle etwas Falsches vorgaukeln. Dass die alle von einem bestimmten System reden und von so vielen Mythen und dass das einfach nicht stimmt. Trainier nur einmal die Woche, du musst hart trainieren und so weiter. Dagegen geht er an. Er hat etwas gefunden und er behauptet gar nicht, dass nur er es war, aber er hat etwas gefunden und die eigentliche Wahrheit. Er wurde auch damals, genauso wie wir alle, enttäuscht. Er hat nie was aufgebaut, hat sich dann gefragt, warum, nachgeforscht und hat die Lösung gefunden. Und diese Lösung steht in der Fibel, nämlich, dass das alles Bullshit war bisher. Jetzt denkt mal nur selber nach, und zwar gehe ich hier gar nicht auf den tieferen Sinn hinter Bro-Split, Science-Split und sonst irgendetwas rein. Nicht wieder diesen Konflikt, obwohl es sicherlich noch Videos dazu geben wird. Ganzkörpertraining, Zweier-Split und so weiter. Wenn das stimmt, wenn diese Welt wirklich so ist, dass das alle bisher erzählt haben, von den 60er, 70ern, wo die ersten trainiert haben und Muskeln gebildet haben, bis heute, dass alles eigentlich nur Blödsinn ist, dann muss man sich A, die Frage stellen, wie haben die, die das erzählen, oft den guten Körper aufgebaut? Ist es wirklich so, dass Siad an eine Welt glaubt und ihr damit auch diejenigen, die auf seiner Seite sind und das bejahen, in der alle ganz anders trainieren, aber als sie es erzählen, wie sie trainieren? Also, in der sie irgendwie versuchen, die anderen zu belügen, damit die klein bleiben, damit man selbst nur wächst. Sie trainieren in Wirklichkeit nach einem ganz anderen System, was Siad entdeckt hat, aber erzählen was von dem Alten. Das wäre ja so eine ziemliche Verschwörungstheorie, oder? Also, ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich glaubt. Wenn das nicht so ist, wo kommen denn all die Körper her? Wo, wenn ein Fitnessstudio mal ausströmt, wenn da die ganzen Leute rauskommen, die Hälfte davon mindestens hat einen tollen Körper. Wenn die alle nicht Siads Trainingslehre kennen oder nach einer anderen trainieren, das sind dann ja die, die sich verarschen lassen. Wie kommen dann die ganzen Muskeln zustande? Die ganzen Profi-Bodybuilder, die ganzen Amateur-Bodybuilder. Alle, die bisher trainiert haben, in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, vor diesen Science-Lehren, vor den Lehren von Siad Rocha. Die Industrie, die Leute in den Magazinen, diese vielen Menschen auf Instagram. Man denkt ja heutzutage, wenn man da mal rumguckt, alle sind muskulös, genauso wie alle Frauen Hintern haben und große Brüste und dicke Lippen. Wo kommen all diese muskulösen Körper her? Wenn doch letzten Endes Siad und vielleicht einige wenige es geblickt haben und diese Mythen jetzt aufklären. Wie habe ich meinen Körper erreicht? Wie habe ich denn das geschafft, so Muskeln aufzubauen? Und daran seht ihr, weil das nicht so ist, weil wir in einer Welt voller Muskeln leben, von denen, die trainieren. Und die meisten, die trainieren, 8 von 10 würde ich behaupten, haben irgendwann ihre Erfolge. Und das wisst ihr sicherlich auch. Wie viele Leute kennt ihr, die wirklich hart trainieren und alles dafür tun und eben nach diesen Mythen trainieren, aber nichts erreichen?
Siad erzählt ja die ganze Zeit, dass er enttäuscht wurde und damals nichts aufgebaut hat, aber dann mit dem neuen System hat es funktioniert. Wenn das immer so wäre und nur sein System richtig wäre, dann würden ja keine bisher Muskeln aufgebaut haben, wenn wir nicht auf dieses andere System umgestiegen ist. Und da merkt ihr, jeder Einzelne davon, was das für ein Bullshit ist, wenn man so extrem davon erzählt. Jeder Fitnesstrainer und jeder Langtrainierende weiß eigentlich nach einigen Jahren, die er sich da umgehört hat, dass es vor allem eine große Lehre gibt. Und zwar, dass man individuell schauen muss, auf wer auf was reagiert. Es gibt aber einen breiten Korridor, der funktioniert. Noch keiner hat eine Brust aufgebaut mit 100 oder mit 500 Wiederholungssätze. Das tut keiner. Auch nur mit Liegestütz baut man keine dicke Brust auf. Es gibt welche, die bauen die mit 15 Wiederholungen auf. Das funktioniert. Und andere mit 4 bis 6 Wiederholungen. Ja, aber das ist der breite Korridor. Aber alles jenseits dieses Korridors nicht. Wenn man 14 Mal die Woche die Brust trainieren würde, damit baut auch keiner was auf. Aber nur einmal alle 4 Wochen auch nicht. Irgendwas dazwischen ist dieser Korridor. Und leider ist es so, wie ein Markus Rühl, so plump es auch ist, es sagt. Geht ins Fitnessstudio, reißt euch den A auf, trainiert hart und es wird etwas passieren. Und das ist auch schon in den 60ern passiert, als Steve Reeves und Co. trainiert haben. Die wussten noch nichts von Trainingsplänen, Trainingslehre und trotzdem sahen die krass aus. Also wie kommt es, dass das alles tatsächlich passiert? Alles nur Lüge? Gibt es die alle gar nicht? Ist das alles nur Photoshop? Ihr wisst's besser. Nur das Problem ist bei solchen Lehren, man kann sie nicht verkaufen. Und wie Siad es mir gegenüber ja auch schon erwähnt hat, er möchte seinen Traum erfüllen, als Fitnessguru, Fitnesstrainer zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Und wenn das nicht geht, weil man den Leuten sonst sagt, so wie ich es auch tue, Leute, es gibt nur ein paar Regeln, haltet euch dran und dann wird das was, dann kann man damit einfach nicht die Sensation verkaufen. Nun ja, ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich Bezug darauf nehmen musste. Allerdings wird es noch viel geben zum Thema Zweiersplit, Dreiersplit. Die sind ja immer wieder beliebt bei euch, die Videos. Als nächstes folgen auch Trainingspläne zum Ganzkörpertraining und Zweiersplit. Das war jetzt erstmal quasi Siad Rocha Teil 3 und ein wenig mehr Aufklärung über den tatsächlichen Fehler, den er in der Fibel macht, weil er eben nicht offen dafür ist. Nun ja, das war's erstmal von mir. Wenn euch das gefallen hat und ihr weiterhin diesen Kanal supporten wollt und mir Motivation geben wollt, mehr Videos wieder rauszuhauen, so wie in letzter Zeit, immer supporten, Daumen nach oben, klickt gerne auch mal andere Videos an und lasst mir gerne Kommentare da. Ich gehe auch immer wieder gerne auf Kommentare ein oder mach sogar ein Video dann zu euren Kommentaren. Lasst einfach euren Support da, euer Abonnement und dann wird das auch schon wieder hier mit den Videos. Ich wünsche euch was, ich bin raus, euer Gotti, bis bald.